Pele und Ronaldinho sind eines der besten Fußballer aller Zeiten. Auch wenn ich selber oder viele von euch, die die Videos gucken, die Pele-Zeit nicht mitbekommen haben, wird gesagt anhand der Statistiken, dass er einer der besten Spieler aller Zeiten war. Und neben ihm, den ich auf jeden Fall auch in meiner Jugend verfolgt habe, weil ich immer noch jung bin, aber da habe ich auf jeden Fall als Kind noch vieles gesehen, Ronaldinho. Was für klasse Fußballer das waren. Ich glaube, an dieses Ronaldinho-Level ist fast nur Neymar gekommen, aber der hat dann in seine Karriere reingeschissen. Ja, Freunde, heute haben wir dazu auf jeden Fall ein geiles Flashback-SBB. Leider hat Pelé tote Vereine gehabt, Ronaldinho geile Vereine, aber ihr seht schon, ohne viel zu reden, Fabio ist dabei. Fabio, was geht ab? Was geht? Mein Ronaldinho ist auch mit dabei heute und der ist bereit, dich heute zu zerstören, Enzo. Ja, mal gucken, Freunde, heute Pelé versus Ronaldinho. Bald, wenn ihr das Video seht, stellt auf jeden Fall auch Fotos an. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wir haben noch eine Folge bei Fabio gedreht, ohne auch viel herumzureden. Ich halte direkt rein. Wichtig ist nur 3 Ligen, 33 Chemie und sonst eigentlich egal wie viele Icons und EM ist endlich hier und Lootbar hat den besten Service, was Coins kaufen angeht. 5 Millionen Coins kosten momentan 167 Euro plus noch einen extra 5% Rabatt. Vergiss nicht den Code Enzal anzuwenden, um nochmal 8% zu sparen und die Coins werden innerhalb von 24 Stunden so schnell wie möglich geliefert. Und da jetzt das Footies angefangen hat, werden da Superkarten kommen, du kannst Superkarten günstig kaufen. Lootbar hat die besten, sichersten und billigsten Coins und noch mit dem Code Enzal spart ihr 8%. Sagst es und ich starte direkt mit 2 Premier League Karten. Einer 97er Karte Nunez, schreibe Geschichte plus sehr, sehr geil in meinen Augen. Und recht Flügel, eine Copa America Path to Glory Karte und zwar heißt der Pelistri. Geil, ich habe Ferran Torres und Dembélé aufgeschrieben, das heißt leider nichts erwischt. Bei dir, Freunde, wie findet ihr diese Frisur? Ich habe jetzt auch so ein Haarreif von euch getan, aber irgendwie finde ich die fresh, man. Keine Ahnung, schreibt mal, Digga, keine Ahnung. Ihr seht, euer Bräs haben trainiert, 20 Kilo abgenommen, ich sage das gefühlt in jedem Video. Aber falls ihr gute Tipps braucht, folgt mir auf Insta. Sehr gute Tipps. Hast du aufgeschrieben, Bro? Ich habe aufgeschrieben, ich halte rein. Okay, dann starte ich auf jeden Fall mit einem Real Madrid-Spieler im rechten Sturm. Und das ist José Lu, 95, hat sogar Upgrade bekommen. Und linker Sturm gehe ich auf Ori, 94. Geil, stark. Nee, ich habe die beiden Torres aufgeschrieben, Ferran Torres und Fernando Torres. Egal, leider nichts getroffen. Richtig, Freunde, richtig. Und deswegen gehen wir auf jeden Fall zu den letzten 3 Spielern. Letzten, perfekt, zu den nächsten 3. Okay, nächsten 3 Spielern, 3 Namen. Drei Namen, Bro, ich weiß nicht. Es kann alles passieren. Okay, ich sage, kannst du eigentlich keinen erraten. Ich starte mit meinem roten, mit meiner roten Icon, den habe ich rot gemacht. Ein zweiter Account hier, Lothar Matthäus, sehr, sehr cool. In der Mitte habe ich dann den Italiener Fratesi, die Make Your Mark Karte und rechts daneben die gute Nadine Kessler. Ja, Nadine Kessler, wie geht's, Baby? Ja, aber ich habe Zidane, Hulit und Valverde. Ich dachte, Valverde wegen deinen Nunes oder Nudes. Ja, Bruder, nichts erwischt einfach, ne? Das ist so geistkrank. Hast du gesehen, Uruguay hat einfach Brasilien ja, rausgeschossen, ne? Verrückt. Aus der Copa ist nicht Amerika. Sogar irgendwie heute Copa America gewesen? Ich weiß gar nicht, Bro. Auf jeden Fall, Uruguay ist gerade richtig krass dabei. Ich glaube auch, die werden das gewinnen, sag ich dir ehrlich. Die spielen richtig. Ich hoffe. Keine Ahnung, seit wie viel spielen die ungeschlagen. Ich hoffe sogar mehr auf Argentinien wegen Messi nochmal. Ja, ich auch, aber ich glaube trotzdem, Uruguay wird es machen. Mal gucken, ich bin auch Messi. Mal sehen. Okay, wo ja, hast du? Ich halte wieder rein. Ich hoffe mal, du hast denselben Fehler gemacht wie immer. Mal gucken. Ja, Bruder, bitte, Digga. Arda Güler, Pedri, keine Ahnung, wie oft ich den spielen will, aber jedes Mal hast du den, du Wichser. Und Vieira. Enza, Pedri, weg, raus. Bruder, ich habe in den letzten 3 SUVs 3-mal Pedri genommen und 3-mal wird er erwischt. Ich kann das nicht mehr. Bruder, du musst doch auch andere Ideen haben, Mann. Mann, das ist so nervig. Ich will die ganze Zeit spielen. Der 3 spielt steht auf der Bank, Mann. Geil, oh, weg. Aber egal, ist gut, egal. Hat eh besser gepasst. Alter, dieser Buster wird einfach zusammengeschlagen und dann haben sie ein Bild mit dem gemacht. Guck mal, wie der aussieht. Schön, der hat einfach so blaues Auge und so. Heftig, Digga. Weißt du, was krass ist, Bruder? Bronzespieler sehen so bronze aus. Ja. Einfach, Bruder, du kannst so einen Donnecke anschauen und würdest niemals denken, dass der Typ irgendwas im Fußball reißen kann. Ey, ist gleich alt wie ich. Das ist so krass. Also, ich glaube, so Bronzespieler absichtlich. Ist einfach aus wie Kim Krabson. Perfekt. Ja, Freunde, ich spiele einfach meine süße Benz wieder. Ich liebe Benz immer noch. Benz, was du das siehst, schreib mir einfach. Schreib mir einfach. Du bist aus der Schweiz, du kannst Deutsch. Schreib einfach irgendwas. Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Bronze, Müll. Freunde, wir machen weiter mit den nächsten 2 Positionen. Die Außenverteidiger und weil ja meine alten Ideen eben gut geklappt haben, führe ich dieses Omen mal fort und habe wieder alte Ideen aufgeschrieben. Okay. Omen, oha. Ja. Fabio, Deutsch, man merkt, okay, Omen. Gut integriert. Ja, Omen, ich habe einfach Omen verstanden. Rechtsverteidiger Walker und Linksverteidiger Omen integriert. Theo Hernandez.
Ja, schade. Cavaralo, Nacho wieder. Schade, schade, schade. Hey, Fabos, Digga. Ich glaube, er hat sich in Nacho verliebt. Der schreibt einfach jedes Mal nicht so viel. Bester Mann. Haha, diesmal nicht, Bruder. Wir machen auch immer weiter, Freunde. Ich halt rein. Hab zwei nah. Mal ja, gucken. Ich gehe mit zwei Copa America-Karten wieder. Und zwar einmal links Wendell. Und rechts spiele ich Hans Sanchez, den Ja, ich hab rechts. Oha, er beleidigt mich einfach. Oha, Digga, was hat er dir getan, Digga? Irgendwer beleidigt einfach, wenn das mein Video gesperrt wird. Bester Mann, Bruder. King, Digga. Na, ich einfach, er sagt den Namen, da redet er einfach. King. Rechts verteilt ja Cavaral, links verteilt ja Nacho Fernandes. Das heißt, du kannst auch leider beide behalten. Sehr schön. Ja, es ist kein Freund. Ich guck mal gerade mein Team an und ich merk einfach. Hast du nichts getroffen? Du hast, Digga, du führst 1-0, du Hund. Oha, jetzt beleidigt er mich auch. Oha, Digga, ja, Bruder. Jungs, wir gehen ins Finale, machen weiter. Okay, von den letzten drei Spielern, Grande de Finale. Ich halt rein. Okay, ich starte erst einmal wieder mit dem guten Lutsch. Lutschumi. Perfekt. Rechts daneben. Da rechts daneben, Fandenfen. Und im Tor, Hugurui, Juri. Ja, geil, Digga. Van Dijk, Konate, Alisson. Kannst alle behalten. Das ist schön. Junge, es ist einfach 3.30 Uhr und ich muss mir hier Sachen anhören, wie dass der gerade 1-0 gegen mich führt. Und dann sagt der Lucho Mi, Junge, du bist echt horny, Bro. Du musst echt aufpassen. Geil, okay, gut. Ich halt rein. Okay. Ich guck mal bei mir. Rechter Innenverteidiger, Tomori. Linker Innenverteidiger. Ich habe eigentlich viel Auswahl, ne? Ich kann hier Nacho Fernandes spielen, Ferdinand, Desai, Rijkaard. Und ich einfach nur um dich zu triggern, ne, spiele ich Nacho Fernandes, weil du ihn wieder auf links aufgeschrieben hast. Und im Tor habe ich Schmeichel. Ja, ne, darfst du alle behalten, dieser scheiß Nacho Fernandes, ja. Sonst bodenlos. Geil, Freunde, ihr seht die Tees, 1-0. Wir gehen auf jeden Fall ins Spiel rein und möge der Bessere gewinnen. Das heißt ich. Let's go. Okay, Freunde. Wir sehen die Teams. Boah, ich will diesen Ronaldinho, ne? Wer derjenige, also die Leute, die meine Videos gucken und mich ein bisschen verfolgen, ich küsse eure Augen erstmal. Habt ihr gesehen, wie ich damals Ronaldinho diskarten musste vor 2 Wochen gegen Thrones oder so? Ich weiß, das Video ist vorproduziert, ich weiß, wann ich das hochlade. Aber der Thrones hat mich auseinandergenommen. Einfach 15 Millionen Coins war der Wert, ne? Ich habe 3 Tage nicht geschlafen. Ich hoffe, dass du auch 3 Tage nicht schläfst. Ey, Foul! Penalty! Boah, ich bin so Gott. Dumm. Ich mache nie mehr wieder Abseitsfallen. Das ist das letzte Mal. Nehme ich mit. Digga, Vollidiot. Mit meinen Abseitsfallen, die einfach keinen Sinn ergeben, Digga. Richtig. So dumm, Bro. Wie kann man so eine dumme Abseitsfalle machen? Mann, unnötiges Tor. Der ist jetzt schwanger einfach. Oh, okay. Oh, Arda Gold Güler. Arda Messi, Arda Ronaldo. Wenn die wie wollt. Kranker Skill, krankes Tor, Bro. Kannst sagen, was du willst, Mann. Damit habe ich bewiesen, dass er der Goat ist. Kannst mir sagen, was er will. Wer weiß jetzt erstmal, dass Ronaldinho der Goat ist? Bruder, wieso gewinnt er eigentlich nicht? Oh. Wieso gewinnt Arda Güler eigentlich? Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, wieso er den Ballon d'Or nicht gewinnt, Digga. Er hat in der EM. Ein Tor und 3 Assists oder so gemacht. Ballon d'Or soll in Arda rein. Denn? Bruder, er hat Champions League gewonnen, er ist La Liga Meister geworden, EM-Performance super. Ich finde, Arda Güler sollte den Ballon d'Or gewinnen. Hart. Kein Spaß, bevor mich alle haten, Digga. Nein, nein. Torpausschuss? Die Deutschen in die Kommentare. Was glaubst du? Musiala, ihr Türken, Emre Mor, ihr denkt einfach Ronaldo. Ach, Digga. Das ist so geistkrank, dass man ein Türkenspiel gehypt hat und die dann einfach Arda Güler immer mit Emre Mor vergleichen. Jungs, chill mal bitte. Emre Mor war niemals auf dem Level, was Arda Güler ist. Oh, was sagt der da? Und dazu, sogar wenn er reinkommt, performt er einfach. Verrückt. Digga, Bruder hat mir einfach ein Bikini-Tar gekauft und über den Kopf gezogen. Ich schwöre auf alles. Was war das? So, ich würde, wie ging der rein? Oder soll ich einen Lapdance oder so machen? Bruder, keine Ahnung. Ich hab einfach geschossen. Russe, du kriegst den Ball. Oh, rot. Mit Herz kriegst du den rot. Mit Herz rot. Das ist rot. Rot, so wow. Junge, ist das geistkrank. Haben wir gescampt hier. Oh. Oh. Nein. Oh. Oh. EA Sports, it's in the game, it's in the game, it's in the...
fucking Game! Hart, wirklich hartes Leben, Bro. Hartes Leben. Die Flanke war krank, du kannst sagen, was du willst. Der hätte schon davor reingehen müssen. So, Digga, ich bin jetzt behindert, Digga. Was ist das für. Bruder, was ist das, Mann? Bruder, dieser Darwin Nunez ist zu gut. Er ist zu gut. Wow. Junge, was ist der? Schießt einfach drauf. Hatte 93 Schuss, Mann. Der hat 3 Millionen Schuss. Oh. 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 Ah. Wonderful. Man. Wonderful like Bands. Ey, nehm ich mit, Bruder. Boah, von hinten nach vorne und von vorne ins Tor. Wow. Hol den Tanker raus, Enzo, hol ihn raus. Ey, das ist zu viel, ne? Jungs, ich schwör's euch. Das ist irgendein Bug oder so, Bro. Das ist irgendein Bug. Dünner, das kann nicht sein. Er steht dreimal von Nordafghanistan der Ball hier rein, ne? Bruder, einfach erst von Österreich nach Italien geschossen oder so. Das ist nicht normal. Hey, Bro, ich mach nicht die PlayStation kaputt, ne? Ey, ich schwör, das ist nicht normal. 4 Tore einfach von irgendwo drauf geschossen. Ich bin kurz davor, alles kaputt zu machen. Ey, guck mal, ich muss 3 Millionen Pässe spielen, dass ich aufs Tor komme, ne? Bruder, ich will 2 Pässe erschießen, der Ball geht rein. Also, Freunde, ich hab hier umgestellt. Oder, ne, es ist so hart. It's ready. Ja, aber du kannst. Was ist deine Forma? 4-3-2-1. Okay, 4-3-2-1. Ja, also ich mach's mal. Ach komm, es ist spät, es ist fast 4 Uhr, ich mach kurz. Ich nehme einen aus der Verteidigung und zwar den rechten Innenverteidiger. Ja. Digga, ich weiß nicht nach wie viel SCBs ich wieder mal Glück hab, Mann. Rechter Innenverteidiger Joselu, linker Innenverteidiger Uri, linksverteidiger Arda Güler, rechtsverteidiger Benz, Joselu 95. Oh, aber getroffen. Auch, ich dachte ehrlich, mir wird das sogar wehtun, weil er ein geiles dynamisches Bild hat und so. Hat schon ein krasses Bild und hat sogar 200 Teile gekostet. Aber ja, Freunde, ja. Ist weg, discard ich direkt. Ich hoffe, das SCB hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich küsse eure Augen, habt gesehen, ich wurde echt heute auseinandergenommen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. 4 Tore, schießt einfach von Afghanistan dabei jetzt rein. Checkt Fabio ab, wir sind auf jeden Fall raus für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Jungs, ich küsse eure Augen und kommentiert, was ihr sehen wollt. Ciao, ciao.